Ah, Bauer Bo, oder was? Runter von meinem Grund und Boden, elender Landstreicher! Ihr seid hier nicht willkommen! Ach, plustert euch nicht so auf! Ich wurde hergeschickt, um ein wichtiges Artefakt zurückzufordern. Hier gibt's keine Artefakte, Dummkopf! Bloß lauter Hühner! Hat Connor euch geschickt? Wenn ja, sagt ihm, er kriegt sein Geld, aber die Hochzeit kann er sich in die Haare schmieren. Meine Tochter will nichts von ihm wissen. Geht und sagt ihm das. Ich kenne keinen Connor. Was seid ihr nur für ein biestiger alter Zausel? Ich zähle jetzt bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, er kommt nicht so weit. 6, 7, 8, verdammt, wo war ich stehen geblieben? Ach, ich habe Zeit. Bitte überanstrengt euch nicht. Ich möchte nicht, dass ihr mir umkippt, bevor ich kriege, was ich von euch haben will. Ihr habt eine freche Zunge, Fremder. Gefällt mir. Hier hat keiner mehr was Geistreiches gesagt seit... Also, das muss im 4. Jahr des 2. Zeitalters gewesen sein. Ich glaube, das war Kyle, der Neffe vom alten McGillicuddy. Ist aber nicht besonders glimpflich ausgegangen für ihn, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Was bei einem Mann eures Alters mit Sicherheit auszuschließen ist. Was wolltet ihr doch gleich? Ich werde mich kurz fassen, damit ihr es euch merken könnt. Ich komme wegen der Glocke, die ihr von Bove gewonnen habt. Was seid ihr nur für ein frecher Furz? Frech? Dabei habe ich mich doch so gut zu benehmen versucht. Ich werde erst frech, wenn ich habe, was ich will. Ihr macht mir Spaß, mein Sohn. Ihr seid genauso ein Halunke wie ich. Gefällt mir. Ich sag euch was. Ich gebe euch die Glocke, weil ihr mich zum Lachen gebracht habt. Ne? Was meint ihr? Die Sache hat doch sicher einen Haken. Ihr traut mir nicht, was? Ich meine es ernst. Ihr könnt die Glocke haben. Aber sagt Connor nichts davon. Soll keiner denken, ich hätte Spendierhosen an, noch dazu, oder so hohe Schulden habe. Connor? Ganz recht, ich habe haushoch verloren gegen ihn. Ich musste ihm die Hand meiner Tochter versprechen, um meine Schulden zu begleichen. Ich wusste, ihr seid ein verachtenswürdiger alter Kerl. Aber eure Tochter gegen eure Schulden einzutauschen, das hat schon was. Ganz genau. Aber leider hat sie's vermasselt. Sie ist auf irgendeinen Taugenichts reingefallen und will Connor nicht heiraten. Kerl, tut mir leid. Mir tut eher der Taugenichts leid. Aber nun zurück zu den Dingen, die mich mehr interessieren. Wenn ihr mir jetzt die Glocke gebt, sind wir endlich quitt. Die Glocke gehört euch. So war's abgemacht. Richtet eurer Tochter aus, es tut mir leid, dass ich nicht zur Hochzeit kommen kann. Hochzeit? Habe ich da eben Hochzeit gehört? Sie sind tot, aber schnell! Der hat vielleicht Nerven, sich auf unser Land zu trauen, der Misthund! Ich sehe, ihr kennt meine Tochter. Auweia. Das ist der Dreckskerl, von dem ich dir erzählt habe. Charmant wie der Vater, wie ich sehe. Kein Wunder, dass ihr sie verscherbelt habt. Papa, dieser Schurke hat mich verführt. Und am nächsten Morgen hat er sich aus dem Staub gemacht. Die Ehe hast du mir versprochen und dann hast du mich sitzen lassen. Langsam, Liebchen. Wir wären dann wohl fertig miteinander. Ganz meine Meinung, Alterchen. Wenn ihr mir jetzt die Glocke gebt, bin ich auch schon weg. 1, 2... Bitte nicht schon wieder zählen. Wie ihr wollt. Wieder einmal war unser Held in den Hintern gekniffen, weil er den Frauen einfach nicht den nötigen Respekt entgegengebracht hatte. Würde er es denn niemals lernen? Euch hat keiner gefragt, klar? Also, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich finde einen armen Irren, der meinen Platz einnimmt, oder ich muss sie selber heiraten. Die Möglichkeit streichen wir lieber gleich. Ich muss mir unbedingt diesen Connor vorknöpfen. Okay, dann zu Connor. Speichern. Wo geht's da irgendwo rein eigentlich? Okay. Da ist nur eine Trappe. So. Ja, muss ich ja. Der Barde musste eine Möglichkeit finden, die Bauerntochter glücklich zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie ihn vergaß. Vielleicht wäre es praktisch, ihren ehemaligen Verlobten aufzusuchen. Ein kluger Mann bist du. Aha, guck mal.
Da kommen wir ja rein. Die fette Laute. Schön. Besser. Priester. Priester? Willkommen in Kirkwall. Wie wär's mit einem kühlen Bierchen? Einer milden Gabe. Ich könnte ein wenig göttlichen Segen gebrauchen. Was ist jetzt passiert? Ein Schutz. Praktisch. Du bist Connor. Da ist er, Connor. Das ist der Mann, der meine Ehre besudelt hat. Kommt die jetzt her? Keiner treibt seine Scherze mit meinem Mädel und kommt damit davon, Barde. Ihr meint wohl, keiner treibt es mit... übrigens kein Scherz, denn ich habe da gehört... Jetzt reicht's! Alter! Es schien dem Barden nicht in den Sinn zu kommen, dass es wohl kaum zur Lösung seines aktuellen Problems führen würde, wenn er Connor windelweich schlug. Seid ihr bereit, mir die Stiefel nochmal mit eurem Gesicht zu polieren? Diesmal poliere ich euch die Fresse! Ich schlage eine neue Strategie vor. Lasst Connor gewinnen. Bist du betrunken? Seid ihr bereit, mir die Stiefel nochmal mit eurem Gesicht zu polieren? Diesmal poliere ich euch die Fresse! Wir spielen das mal ein bisschen mit. Ich schlage eine neue Strategie vor. Ah, okay. Lasst Connor gewinnen. Ja. Seid ihr bereit, mir die Stiefel nochmal mit eurem Gesicht zu polieren? Diesmal poliere ich euch die Fresse! Au. Au. Haltet endlich still! Au. Kämpft wie ein Mann! Au. 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 Ich pack's mal weg. Autschi. Aua. Kämpf wie ein Mann! Au. Ja. Oh, bitte hier hin. Und dort. Bitte hier. Hier auch noch, bitte. Danke. Ja. Genau. Aua. Haltet endlich still! Autschi. Au. Na komm schon. Ja. Ein bisschen weiter links. Jawohl. Okay, okay. Geht schon. Na schau. Jetzt hast du's. Ich hab die Schnauze voll. Ich geb auf. Dem hast du's aber gegeben. Das war wunderbar, Connor. Ich habe gar nicht bemerkt, wie männlich du bist. Vergessen wir diesen Taugenichts und suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen. Was immer du sagst, Schatz. Warum liegt denn da Stroh in der Ecke, Schatz? Ich hoffe, das hat niemand beobachtet. Zumindest niemand Wichtiges. Nee, nur die halbe Gastwirtschaft hat dich fast ausgelacht. So, das heißt aber... Ich werde euch verzaubern. Wir können wieder zurück. Oh Gott, von wo wir kamen. Wenn der Bauer jetzt zufrieden ist. Dann. So macht das den Anschein. Nein, schon wieder die Wölfe. Ich habe keinen Bock drauf. Können wir den jetzt irgendwie ausweichen? Ich speichere mal schnell. Geh weg. Hold up.
Schleicht euch. Nein. Autsch, das tut weh. Was ist das? Hört auf damit. Hier ist zu. Warum ist hier zu? Ich muss ernsthaft nochmal... Nein. Komm schon. Puh. Ich habe deine Tochter glücklich gemacht, Opa. Also rück die Glocke raus. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, mein Sohn. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet. Was hab ich mir wegen der schon die Haare gerauft? Sind tatsächlich nicht mehr viele übrig. Unsere netten Schwätzchen werde ich vermissen. Du kannst die Glocke haben. Auf der Weide steht ein alter Gaul. Die Glocke hängt um seinen Hals. Viel Glück. Wenn du den alten Zossen selber über die Wiese jagst und mir die Glocke holst, lasse ich all deine Hühner am Leben. Ich soll das Vieh jagen? Davon haben wir beide nicht viel. Ich fall tot um und du hast die Glocke immer noch nicht. Schöne Vorstellung. Aber ich brauche diese Glocke. Dieser alte Klepper ist wahrscheinlich die mieseste, niederträchtigste Kreatur, die mir je begegnet ist, Anwesende eingeschlossen. Die Glocke habe ich ihm umgehängt, damit ich ihn kommen höre und weit genug weglaufen kann. Wenn du es schaffst, ihm die Glocke abzunehmen, vergiss nicht, Boom zu danken, dass er einem alten Mann ein solches Vergnügen bereitet hat. Welchem denn? Gibt es mehr als einen? Ach, reden wir nicht drüber. So, Käppchen. Entschuldigung. Was sind wir hier alles, wenn wir das kaputt machen? Nix. Pferd. Pferd. Okay, Roxy sorgt für Ablenkung. Es kann reichen, dass ich dann Pferd rankomme, wenn ich Glück habe. Pferd. Ah, du Scheiße. Roxy, es tut mir echt leid. Aber ich brauche dieses Glockendings und ich will mich nicht wieder durch 80 Wölfe schnetzeln müssen. Ich habe da keine Lust drauf. Ah, oh, der Wolf hat mich schon wieder auf den Kicker. Ah, okay. Brave Roxy. So, gib her. Braves Pferd. Mit Tieren ebenso gut umgehen wie mit Menschen. Er hat angefangen. Ich habe genügend Hufabdrücke als Beweis. Soll ich dir helfen, dein Pferd zu begraben? Shh. Nenn es bloß nicht mein Pferd. Ich habe dieses Pferd noch nie gesehen. Wenn die Stadtältesten sehen, dass du hier das Blut meines Pferdes vergossen hast, steinigen sie uns. Hier fanden mal Hinrichtungen und Blutopfer statt. Früher, als wir sowas noch gemacht haben. Ich habe nicht vor, hier zu sein, wenn Sie damit wieder anfangen. Na großartig, das fehlt mir gerade noch. Ein wütender Mob auf den Fersen. Du willst es doch nicht einfach hier liegen lassen, oder? Ich komme wieder, wenn es dunkel ist, damit mich niemand sieht. Los, weg hier. Und so eilte der Barde, die Glocke in der Hand und die Schuhe voller Pferdemist, zurück zum Tempel, um seine neue Liebste zu treffen. Sie ist nicht meine Liebste.
Picknick im Zenit des Widerscheins der astralen Kuhglocke. Nein, Picknick im Zenit des metaphysischen Widerscheins der astralen Kuhglocke. Wisst ihr Bescheid? Ich sehe, ihr seid wieder da. Ich sehe, ihr habt gute Augen. Habt ihr uns die Glocke mitgebracht? Es war eine ziemliche Drecksarbeit. Aber hier ist sie. Hübsches kleines Pferdeglöckchen habt ihr da. Aber wo ist die Glocke, die wir brauchen? Was redet ihr da? Die Glocke, die wir brauchen, ist blau mit einer kleinen Kuh drauf. Na, das hättet ihr mir ruhig vorher sagen können. Vergebt ihnen, mein Freund. Sie sind ja solche Schlingel. Ja, entzückend. Die werden mir fehlen, wenn die tot sind. Ich bin sicher, ein Plausch mit der Prinzessin wird euer Mütchen kühlen. Wir werden sie jetzt herbeibeschwören. Dann betet, dass es diesmal funktioniert. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt, mein tapferer Retter. Immer langsam voran. Was springt denn überhaupt raus für mich? Ihr kommt schnell zur Sache, gefällt mir. Was ihr bekommt, wenn ihr mich befreit? Nun, mich, Reichtümer, die eure wildesten Träume übertreffen, mein Königreich und mich. Ihr habt zweimal mich gesagt. Etwas so Schönes kann man gar nicht oft genug erwähnen. Gutes Argument. Also, was ist? Bekomme ich jetzt Anweisungen von euch oder stehen wir hier noch eine Weile rum und himmeln uns an? Immer langsam voran. Touché. Es gibt da etwas, das ihr brauchen werdet, damit ihr mich befreien könnt. Das wird ja immer besser. Und was werde ich brauchen, außer einer Untersuchung meines Geisteszustands? In dem Wald, der den Highland Park umgibt, lebt ein Trow, der eine magische Laute besitzt. Die werdet ihr für meine Rettung brauchen. Die Trow sind hartnäckige, böse Burschen, aber ihr könnt sie sicher überlisten. Habt ihr das Instrument an euch gebracht, dann kehrt hierher zurück, damit ich euch weitere Anweisungen geben kann. Was denn noch? Ein paar Drachen töten vielleicht? Oder den Mond vom Himmel holen? Hört mal, wir können das Ganze auch abblasen. Wäre ich so scharf auf eine Balgerei mit einem Trow, dann hätte ich die Bauerstochter geheiratet. Mir könnt ihr nichts vormachen, Barde. Ich kann eure Gedanken lesen. Nee. Ich möchte, dass ihr diese Bilder in eurem Kopf genau betrachtet. Denkt daran, dass ihr das dreimal täglich haben könntet. Und dann überlegt noch einmal, ob ihr mir nicht doch helfen wollt. Die hat dreimal täglich gesagt. Ich warte. Also wo genau liegt dieser Park? Meine ergebenen Diener weisen euch den Weg. Viel Glück, mein Freund. Und kehrt hierher zurück, sobald ihr die Laute habt. Was waren das denn für Bilder in eurem Kopf? Geht euch gar nichts an. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo, hier unten, doch es ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief klingt, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskannten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn
bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.